MyTaiOne ist sowohl für iOS als auch für Android-Mobilgeräte vorhanden. MyTaiOne vereint Anrufe, Nachrichten, Meetings und Kontakte in einer Anwendung. Auf dem Startbildschirm sehen Sie Ihre Benutzerinformationen, Favoriten, Telefon, Nachrichten und Funktionstasten. Die Funktionstasten ermöglichen den Zugriff auf vorprogrammierte Aktionen. Diese Aktionen werden in MyTaiOne vorweg programmiert. Bitte sehen Sie sich unsere zusätzlichen Videos für weitere Informationen an. Am unteren Rand des Bildschirms befinden sich die mobilen Werkzeuge. Favoriten ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Lieblingskontakte. Wenn Sie das Symbol auf der rechten Seite auswählen, wird Ihre vollständige Favoritenliste angezeigt. Wenn Sie einen Favoriten auswählen, erhalten Sie Symbole, um einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu senden. Wenn Sie den Stern auswählen, können Sie einen Kontakt zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen oder daraus entfernen. Schließen entfernt dieses Pop-up-Fenster, ohne einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu senden. Hinzufügen bietet eine Liste von Kontakten. Wählen Sie einen Stern neben dem Namen eines Benutzers, um ihn zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Favoriten und Favoritengruppen zu entfernen. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Wählen Sie das Pfeilsymbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren. In MyTaiOne for Mobile können Sie Ihre Favoriten nicht neu anordnen oder Favoritengruppen erstellen. Aber in MyTaiOne for Web können Sie dieses. Möglicherweise müssen Sie die Anwendung MyTaiOne Mobile neu starten, um die in MyTaiOne for Web vorgenommenen Änderungen zu sehen. Telefon zeigt die letzten Anrufe an. Wenn Sie einen Anruf aus dieser Liste auswählen, wird ein Rückruf getätigt. Wählen Sie alle Anzeigen, um eine vollständige Liste aller Anrufe zu öffnen, einschließlich der abgehenden und empfangenen Anrufe. Wenn Sie das Symbol W-Tastatur auswählen, wird eine W-Tastatur zum Tätigen von Anrufen geöffnet. Interne Anrufe werden mit Durchwahlen getätigt. Externe Anrufe werden durch Wählen aller erforderlichen Ziffern betätigt. Wenn Sie das grüne Symbol auswählen, werden die Ziffern gewählt. Wenn Sie das X auswählen, kehren Sie zum Bildschirm für entgangene Anrufe zurück. Wählen Sie das Haussymbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Mit dem Kreuz auf dem Besprechungssymbol wird die Anwendung MyTeam Meetings gestartet. Weitere Informationen zu MyTeam Meetings finden Sie in unserem zusätzlichen Video. Über Kontakte können Sie nach Personen in Ihren geschäftlichen und persönlichen Kontakten suchen. Wenn Sie zum ersten Mal auf die Kontakte zugreifen, müssen Sie Ihre persönlichen Kontakte synchronisieren. Wählen Sie Kontakte synchronisieren, um Zugriff auf Ihre persönlichen Kontakte zuzulassen. Wenn Sie einen Kontakt auswählen, wird ein Anrufsymbol angezeigt. Wischen Sie auf einem Kontakt nach oben, um weitere Informationen anzuzeigen. Das Nachrichtensymbol ermöglicht den Zugriff auf Streams und Direktnachrichten. In Streams können Sie die von anderen gesendeten Informationen wieder teilen, Sofortnachrichten und Einladungen zu Besprechungen einsehen. Blättern Sie nach unten, um Ihre früheren Sofortnachrichten zu überprüfen. Wenn Sie das Hinzufügen-Symbol auswählen, können Sie eine neue Sofortnachricht oder einen neuen Stream hinzufügen. Wenn Sie das Symbol für Benutzerinformationen auswählen, können Sie Ihre Anwendung individuell gestalten. Sie können das mit Ihrem Profil verbundene Foto bearbeiten, Ihre Statusnachricht aktualisieren, Ihren Status ändern, das Client-Softphone aktivieren und deaktivieren, Probleme und Feedback an MyTel senden, Ihre Versionsnummer anzeigen, Zugang zur Hilfedokumentation erhalten. Und melden Sie sich bei Bedarf von der Anwendung ab.